Der Josa mit der Zauberfiedel. Es war einmal ein Köhler mit Namen Jeromir. Er war so groß wie ein Baum und ganz stark, und sein Sohn war der Josa. Aber der Josa war klein und überhaupt nicht stark. Das betrübte den alten Jeromir sehr, und oft kratzte er sich am Kopf und seufzte. Ich weiß nicht, wie das noch einmal werden soll mit dir, denn wie kannst du jemals ein Köhler werden? Du bist zu klein und überhaupt nicht stark. Wer soll deine Bäume tragen? Das betrübte auch den Josa sehr, wenn sein Vater sich grämte, denn sie gehörten doch zusammen. Wenn man aber an der Lichtung vorbeikam, wo die beiden wohnten, und sah, wie sie im Grase lagen und die Sonne ihnen auf die Beine schien, konnte man denken, das ist ein wunderbares Leben. Das hätte auch gestimmt, wenn die beiden nicht so betrübt gewesen wären. So verging ein Tag nach dem anderen. Die Sonne schien auf sie herab, Regen kam vom Himmel, aber Josa wuchs und wuchs nicht. Nun hatte der Josa aber einen Freund, der war ein Vogel. Damals verstanden die Köhlersleute noch, was die Vögel sangen. Als der Vogel eines Tages sah, wie Josa unter einer Fichte saß und weinte, fragte er: »Warum?« »Ach, weil alles so schlimm ist«, sagte der Josa. »Ich kann doch nie ein Köhler werden. Ich kann keine Bäume tragen. Meine Schultern sind zu schmal.« »Es braucht nicht jeder, ein Köhler zu werden«, sagte der Vogel, und das stimmt. Dann schenkte er ihm eine Vogelgeige, eine Zauberfiedel, nicht größer als eine Feder. Der Bogen war wie ein Grashalm und die Saiten so dünn, als wären sie unsichtbar. Er lehrte ihn, ein Lied darauf zu spielen. Das klang so schön, dass es überall still wurde im Wald. »Ein Zauberlied«, sagte der Vogel. »Wenn du es spielst, spürt jeder, der zuhört, eine Verzauberung.« »Könnte ich damit die ganze Welt verzaubern?« »Die ganze Welt.« »Auch Menschen?« »Auch Menschen.« »Macht es auch stark?« »Jeder, der die Töne hört, wird größer werden und stärker.« »Ich auch?« »Du nicht. Wenn du stark wärest, könntest du nicht mehr spielen.« »Dann will ich lieber fiedeln können«, sagte der Josa. Dann lehrte der Vogel ihn das Lied rückwärts spielen. »Man braucht es manchmal. Jeder, der das hört, wird kleiner werden, bis er so klein ist wie ein Fliegenbein.« Rückwärts spielen war schwer und es klang seltsam. »Könnte ich auch dem Mond vorspielen? Würde er dann auch kleiner werden oder größer?« fragte der Josa den Vogel. »Ja«, sagte der, »aber du musst den Weg dorthin finden. Du müsstest ans Ende der Welt, dorthin, wo der Mond die Erde berührt und er dich hört.« »Ich werde ihn finden. Dann wird mein Vater es von hier aus sehen können und sich freuen.« Er übte sein Lied 7 Tage, vorwärts und rückwärts. Dann sagte er zu seinem Vater: »Lass mich bitte weggehen von hier und guck immer auf den Himmel, denn ich werde für dich den Mond verzaubern. Hier, mit meiner Fiedel. Dann kannst du allen sagen, das ist der Josa, mein Sohn, der das kann.« »Ist gut, Junge«, sagte der alte Jaromir. »Geh, ich warte hier. Du kannst auch wiederkommen. Ich bin immer zu Hause.« Der Josa spielte ihm noch etwas auf der Fiedel vor, und der alte Jeromir spürte so eine Kraft in sich, dass es nicht mehr schlimm war, dass sein Sohn wegging. Und der Josa machte sich auf den Weg. Aber der Weg war weit und der Josa klein. Bald taten ihm die Füße weh. Er setzte sich ins Gras, nahm seine Fiedel und spielte etwas, leise, nur so für sich. Aber eine Ameise saß da und hörte zu. Sie begann zu wachsen, wurde größer als der Josa selber. »Das ist gut so«,
sagte der Josa. Wir werden zusammengehen. Zu zweit geht man leichter. Er stieg auf ihren Rücken und sie zogen weiter durch das Land. Josa stopfte ihr Moos in die Ohren, damit sie nicht mehr weiter wuchs oder kleiner wurde, wenn er spielte. Und der Wind verwehte die Töne. Bauern, die auf dem Acker Kartoffeln hackten, horchten manchmal gegen den Wind, vernahmen 2, 3 oder 4 wunderbare Töne. Dann spürten sie eine Kraft in sich, aber wussten nicht, was es war. Hörten sie mehr, wuchsen sie. Etliche wurden auch kleiner, wenn er rückwärts spielte. Man kann es heute noch sehen. Überall gibt es kleinere und größere Leute. Aber der Weg zum Mond war nicht leicht zu finden. Die Leute lachten, wenn der Josa sie danach fragte. Sie schickten ihn aus Spaß auch manchmal in eine falsche Richtung, da entlang und dort entlang. So kam er fast durch alle Dörfer und Städte. Er spielte auf Marktplätzen, aber sie ging vorüber und hört nicht zu. Er war zu klein und unauffällig. Manchmal lauschte ihm vielleicht eine Kuh, die da stand. Dann wurde sie größer und dicker und gab mehr Milch, und der Bauer mag sich gewundert haben. Einmal kam der Josa an einem Haus vorbei. Ein armer Tagelöhner mit dem Namen Burek und seine Frau wohnten darin. Sie besaßen nichts als eine kleine Gans. Sie legte jeden Tag ein kleines Ei. Zu wenig für 2 Leute. Der Josa klopfte an und fragte nach dem Weg zum Mond. »Ach, was nutzen einem 1000 Wege zum Mond, wenn meine Gans keine Eier legt?« sagte der Burek. »Früher habe ich den Weg gewusst, dann kam die Not und ich habe ihn vergessen.« Die Gans war draußen auf der Wiese und suchte Futter. Der Josa spielte ihr das Lied vor und sie fing an zu wachsen, wurde groß und rundlich. Der Tagelöhner freute sich so, dass ihm auch der Weg wieder einfiel. Dort und dann da entlang, sagte er, bis an das Maisfeld. Und dann müsse er weiterfragen. Aber auf der gleichen Wiese haben damals auch kleine Gänseblumen gestanden. Auch sie fingen an zu wachsen, als der Josa spielte. Sie wurden groß und riesig und gelb wie die Sonne. Sonnenblumen. Als dann der Herbst kam, verstreute der Wind die Samen und es wuchsen wieder Blumen daraus. Noch heute schmecken die Sonnenblumenkerne nach Zauberei. Als der Josa an das Maisfeld kam, wo der Weg sich teilte, traf er eine alte Frau, die hatte eine Ziege. Die Frau war sehr arm und besaß nichts weiter als diese kleine Ziege. Und als er sie nach dem Weg zum Mond fragte, sagte sie, »Ach, der Weg zum Mond. Was nützen einem 1000 Wege zum Mond, wenn man Hunger und Not leidet? Früher habe ich ihn gewusst. Dann kam die Not und ich vergaß ihn. Hier, meine Ziege, sie gibt kaum Milch.« Da spielte der Josa für die Ziege und sie wurde groß und stattlich. Auf ihrem Fell wuchs schöne Ziegenwolle. Daraus konnte die Frau Pullover stricken. Sie gab wieder Milch und die Not hatte ein Ende. Da fiel der Frau auch der Weg zum Mond wieder ein. »Wenn du da entlang gehst, geradeaus kommst du an ein Maisfeld. Da musst du weiter fragen.« Bei dem Maisfeld traf er niemanden, nur ein einfaches Pferd. Wen anders sollte er fragen als das Pferd? »Mir ist alles egal«, sagte das Pferd. »Weg zum Mond oder zur Sonne. Ich möchte am liebsten nicht mehr leben.« »Wieso?« sagte Josa. »Du bist doch groß und stark, hast hier genug zu fressen und die Sonne scheint dir auf den Rücken.« »Aber der Bauer prügelt mich. Er lädt mir dauernd die doppelte Last auf, weil er denkt, ich spüre nichts. Aber ich spüre viel. Das kannst du mir glauben.«
Da spielte der Josa sein Zauberlied rückwärts. Das Pferd wurde kleiner, 1,53 Meter, und es freute sich. Wenn ich mir das so recht überlege, fällt mir auch der Weg zum Mond wieder ein. Alle Wege nämlich führen zum Mond. Nur musst du immer geradeaus gehen. Niemals rechts abweichen. Niemals links abweichen. Dann kommst du an das Ende der Welt. Hinter dem Wald kommt das Wasser, wo der Mond jeden Abend heraussteigt. Da ist es. Der Josa ritt auf seiner Ameise weiter. Wenn du heute so ein kleines Pferd triffst, wirst du sehen, dass es ihm jetzt gut geht. Es braucht kaum zu arbeiten und wird immer gestreichelt. Der Josa bog nicht rechts vom Weg ab und nicht links und kam so in das Land der blauen Hügel. Dort wunderten sich die Leute über ihn, denn er war fremd hier. Sie lauschten, wenn er spielte, und wuchsen oder wurden kleiner. Er wurde berühmt. Und bald kannte man ihn in allen Dörfern und Städten. Manchmal warteten sie auf den befremdlichen kleinen Jungen auf der Riesenameise. So blieb es nicht aus, dass der König des Landes von dem Jungen mit der Fiedel und der Zauberkraft erfuhr. »Wer ihm zuhört, der wird größer«, sagten die Leute zu ihrem König. »Und wenn er nicht aufhört«, fragte der König, »wächst man immer weiter«. »Dann holt ihn sofort her!« Wie jeder weiß, kann ein König nie groß genug sein. Die Boten brachten dem Josa den Befehl des Königs, aber der sagte, »Nein.« Er konnte Könige nicht leiden, und Köhlerskinder lassen sich nicht von einem König die Welt befehlen. Als der König das erfuhr, geriet er in Zorn. Er brüllte, dass die Kronleuchter im Palast wackelten, und schrie, »Dann bringt ihn mit Gewalt zum Kuckuck!« Er schickte die blauen Reiter aus. Die sollten den Josa fangen, sie hatten ihn bald entdeckt. Josa nahm seiner Ameise das Moos aus den Ohren und fiedelte sein Lied. Die Ameise wurde noch größer und raste in gewaltigem Galopp davon. Aber auch die blauen Reiter waren nicht von gestern. Sie gaben ihren Pferden die Sporen und kamen immer näher. Da hielt der Josa an und spielte das Vogellied rückwärts. Je näher die Reiter jetzt kamen, umso kleiner wurden sie. Klein wie Fliegenaugen, wie Mückenbeine, und verliefen sich im Gras. Nur einer nicht. Er war taub. Sein Pferd wurde klein und verschwand, genauso wie die Ameise. Der Blaue kam seelenruhig heran und überwältigte den Josa mit einer Hand. Denn er war 100-mal stärker. Er nahm ihm die Fiedel weg, fesselte ihn, lud ihn auf den Rücken und schleppte ihn vor den König. Der König ließ den Zauberfiedler ins Musikzimmer sperren. Als dann alle schliefen, machte er die Türen und Fenster zu. Keiner sollte von nun an auch nur einen Ton der verzauberten Musik hören. Nur er, der König. Er ganz allein wollte wachsen, größer werden, der Größte im Land und auf der ganzen Welt. »Los, spiel!« befahl er ihm. Aber der Josa spielte rückwärts. Der König verspürte so ein Kribbeln, hielt es aber für die Zauberei. Erst als ihm die Krone zu groß wurde und über die Ohren fiel, wunderte er sich. Aber da war es zu spät. Der Josa fiedelte und fiedelte, der König wurde kleiner und kleiner, lief bald wie eine Fliege auf den Zacken der Krone herum und fiel, als er so klein war wie eine Laus, von einem Edelstein und verschwand auf Nimmerwiedersehen in einer Fußbodenritze. Am nächsten Tag war ein großer Tumult im Palast, als man den König nicht mehr fand. Alle liefen durcheinander, denn jeder hoffte selber König zu werden, und niemand beachtete den kleinen Jungen mit der Fiedel. Der Josa ging unbemerkt an der Palastwache vorbei, ging weiter durch das Land der blauen Hügel, wanderte wieder durch die Welt und spielte. Er machte Reiche ärmer und Arme reich, machte Schwache stark und Starke schwächer und kam schließlich ans Ende der Welt.
Dort blieb er. Und wenn der Mond vorbeiwandert, dann spielt der Josa. Dann wird der Mond groß oder klein. Das sieht der alte Köhler Jeromir in seinem Wald und weiß, das ist sein Sohn, der Josa, der das kann. Manchmal in der Nacht, wenn es ganz still ist und der Wind aus dieser Richtung kommt, dann kannst du ein, zwei oder drei wunderbare Töne hören, wie Musik. Bis morgen. Thank you.